Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Max und heute gibt es mal wieder einen Videoblog. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir nicht wirklich ein Thema überlegt. Ich wollte auch eigentlich den Videoblog am Wochenende schon aufnehmen, aber ich habe dann die Kamera einem Kumpel geborgt, weil dessen Freundin ist schwanger und die wollten noch ein paar Babybauchfotos machen. Und bevor sie sozusagen ihr Kind bekommt, sonst ist ja der Bauch dann irgendwie weg. Und da habe ich gesagt, klar, nimm mal die Kamera mit, mach sie aber nicht kaputt. Und wie ihr seht, ist sie noch heil. So, deswegen gibt es heute einen Videoblog, denn ich muss ja einiges nachholen. Und mit dem letzten Videoblog ging es ja so um Hater und so im Internet. Und ich will da nur ganz kurz nochmal drauf eingehen. Ich finde es interessant, wer denn da doch aus seinem Loch gekrochen kommt und irgendwie scheinbar das Video auf sich bezieht oder irgendwie gar nicht verstanden hat, worum es da geht. Da geht es nicht um mich oder um das Battlelog oder um Leute aus dem Battlelog, sondern es geht eigentlich darum, dass mein Kumpel Ronald dort in irgendeiner Art und Weise belästigt wird. Nur darum ging's. Und ich finde es witzig, wer dann ankommt und sich dann irgendwie diesen Schuh anzieht. Aber gut, wenn er dir passt, dann trag ihn halt. Ja, heute möchte ich eigentlich ein ganz anderes Thema ansprechen, und zwar Serien. Ja, Serien. Seid ihr Seriengucker? Also ich bin eigentlich kein Seriengucker. Ich schaue fast gar kein Fernsehen, außer abends mal so zum Abendbrot oder wenn ich schlafen gehe. Da mache ich mir im Schlafzimmer immer noch mal irgendwie so eine Doku an oder so. Aber ansonsten gucke ich fast kein Fern. Wenn, dann wirklich nur so ausgesuchte Sachen. Ich gucke dann aber auch mal Serien bei Netflix oder bei anderen Portalen, zum Beispiel Amazon Prime Video, Instant Video und so. Meine Lieblingsserien sind Game of Thrones und Breaking Bad. Breaking Bad habe ich komplett gesuchtet und ich muss auch sagen, wirklich grandiose Serie, grandiose Schauspieler und eine unglaublich krasse Story mit dramatischen Momenten und so ein What-Momenten à la Tarantino, sag ich mal. Und dann Game of Thrones. Ja, muss man mögen, aber die Serie glänzt durch die grandios ausgesuchten Schauspieler und die unglaublich gut ausgearbeiteten Rollen. Die Bücher selbst habe ich nicht gesehen und ich freue mich jetzt auch auf die nächste Staffel Game of Thrones. Meine Mutter, über 70 Jahre alt, die schaut auch Game of Thrones und findet die Serie auch ziemlich cool. Ja, und dann habe ich so ein paar andere Serien noch geguckt, die mich aber nicht so jetzt so tief begeistern konnten. Und ich kann zum Beispiel auch nicht verstehen, warum es diesen Hype gibt rund um dieses The Walking Dead. Ich habe der Serie 2x10 Minuten gegeben. Also eine Serie muss mich schon irgendwie fesseln. Und in diesen 2x10 Minuten gab es halt außer Gelaber nichts. Ich habe keine Zombies gesehen. Gibt es sicherlich in der Serie, klar. Aber in der Zeit, in der ich der Serie sozusagen die Chance gegeben habe, mich zu überzeugen, gab es halt nur Geschwafel. Ne? Der hat dies gemacht, hast du gewusst, dass der und der, so Kadergespräche und irgendwelche Intrigen und so. Wo ich gesagt habe, oh nee, du, so GZSZ mit Zombies brauche ich jetzt nicht wirklich. Aber es kann ja auch sein, dass es ganz anders in der Serie abgeht und ich halt einfach eine schlechte Szene erwischt habe. Wie auch immer, jeder soll ja auch gucken, was er möchte. Und momentan schaue ich mir Agents of S.H.I.E.L.D. an und ich bin jetzt nicht so der Superhelden-Typ, der jetzt sagt, oh toll, super, der Held. Aber Agents of S.H.I.E.L.D., ja, so ist für mich so ein bisschen durchwachsen. Also es gibt so ein paar Ansätze, wo ich sage, lustig, eigentlich ein cooler Spruch, aber doch nicht so richtig cool. Es ist so ein bisschen Mittelmaß, muss ich sagen. Mir wurde gesagt, schau einfach weiter bis zur zweiten Staffel und dann wird die Serie interessanter. Und das werde ich auch tun. Aber mir fehlt halt wirklich so ein bisschen was. Ich finde es ganz grandios, da wird halt die Geschichte erzählt zu den Avengers und zwischen den einzelnen Filmen und auch zwischen den Superhelden, diese Beziehungen und so. Alles gut und schön und
mir fehlt aber da so ein bisschen Tiefe in den Rollen und auch im Spiel der Schauspieler. Es gibt halt so ein paar Ansätze, wo ich sage, das könnte mit ein bisschen mehr, könnte das wirklich gut werden. Muss man halt mal abwarten. Mich würde mal interessieren, welche Serien schaut ihr und warum? Was ist das Besondere? Was mögt ihr an den Serien? Braucht ihr mehr Action und Rambazamba? Oder geht es euch auch so wie mir, dass ihr sagt, ich brauche ein bisschen mehr als nur coole Effekte und Superhelden? Also vielleicht gute Rollen, interessant gespielt und vielleicht so ein bisschen mehr Tiefe in der Story. Das würde mich mal interessieren. Was schaut ihr gerne an und warum? Das ist mal eine spannende Sache. Vielleicht könnt ihr mir ja sogar noch eine Serie empfehlen, die ich mir unbedingt anschauen soll. Und vielleicht sagt ihr auch, hey, gib doch noch mal Walking Dead eine Chance. Schau dir vielleicht mal den dritten Teil der ersten Staffel an, weil da ist richtig krass oder so. Dann könnt ihr mir das einfach mal in die Kommentare schreiben. Das würde ich gern wissen. Ja, das war's jetzt eigentlich hier schon von mir. Nicht wirklich jetzt das interessanteste Thema, aber ich überlege halt wirklich, ob ich nicht sogar zwei verschiedene Arten von Videoblogs auf meinem Kanal mache. Einmal halt was Gaming bezogen, weil ich bin Gamer. Und einmal vielleicht etwas mehr Real-Life bezogen, so wie dieser jetzt. Denn es gibt sicherlich unter meinen Zuschauern Leute, die verschiedene Interessen haben und vielleicht gar nicht so auf Gaming stehen, sondern vielleicht eher mehr den Real-Life-Max sehen wollen. Keine Ahnung. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Was interessiert euch? Was wollt ihr sehen? Was wollt ihr von mir hören? Wozu wollt ihr eigentlich meine Meinung hören oder sehen? Das ist auch mal so eine Sache, die mich interessiert. Und dann muss ich natürlich noch sagen, ich habe ja noch für meine Kampagne ein paar Perks zu erfüllen. Also nicht, dass ihr glaubt, ich vergesse das oder werde das nicht machen. Ich bin dran und muss mich jetzt halt auch noch mal ein bisschen drum kümmern. Es ging halt bloß gerade so im Privatleben ein bisschen drunter und drüber und deswegen bitte verzeiht mir das. Ich sage erstmal Tschüss und haut rein und ich muss jetzt noch mal gucken, ob der Kaffee jetzt vielleicht etwas abgekühlt ist. Ja, es geht gerade so. Ich schneide jetzt erstmal den Videoblog und dann kann ich den auch trinken. Ich sage, so, haut rein, ich bin weg und tschüss.